Kevin, pass mal auf das Brett auf. Mir sehr, sehr wichtig. Siehste? Ah, kein Problem. Ich krieg das alles alleine hin. Besuch! Ekelhafter Besuch! Fauchender Besuch! Jetzt ist er hier unter. Ja, jetzt ist er zu Hause. Sag mal, hat der kein Eng zu Hause? Der macht doch wohl alle. Ja, der macht alle kaputt. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Sons of the Forest. ja, ich bin hier schon am Weitermachen. Ich habe jetzt hier hinten ein, zwei Sachen ausprobiert. Also ganz Knorke bin ich mir noch nicht, weil ich wollte hier Schrägen ransetzen, also in die Wände und dann so, aber irgendwie sagt der, der will nicht. Der kann auch hier zwischen nichts setzen. Das Problem ist aber auch, er kann hier nichts ran. Also hier kann er setzen, aber da kann er nicht setzen. Doch, jetzt macht er das. Ach, jetzt. Merkwürdig. Ich habe jetzt gerade eine ganze Weile dran versucht und wollte er nicht machen. Siehst du, das ist beladet hier Vorführungseffekt und so, ne? Kevin, pass mal auf das Brett auf. Ist mir sehr, sehr wichtig. Weil ich nämlich so gedacht habe, wir werden das hier so ein bisschen überbauen. Ja, so habe ich mir das gedacht. Und dann quasi extra Eingang machen. Ja, das war mein Plan. Ich wollte wohl eine Treppe bauen, aber das funktioniert hier nicht. Aber ich habe das jetzt hier mit der Schräge so gemacht. Boah. Ist nicht schick, aber es funktioniert. Das ist ja die Hauptsache. So, Kelvin. Ich brauche Holz. Ich weiß, du hast es da vorne hingepackt, aber ich brauche es hier hinten. Ich muss echt dann überlegen, ob ich hier hinten auch nochmal so ein Ding hinstelle und die nochmal füllen lasse. Wer weiß, vielleicht macht er das ja. Vielleicht ist er ja mal so nett. Der sitzt lieber rum. Ah, bleib sitzen. Ich mach das alleine. Siehste? Ah, kein Problem. Ich krieg das alles alleine hin. Mehr oder weniger. So. Ja, jo, gut. Also, wie gesagt, ich muss das hier schrägentechnischer machen, weil wenn ich das an der Wand mache, das funktioniert nicht. Ich kann hier keinen mehr runtersetzen, logischerweise. Und dadurch kann ich auch keine Schrägen mehr. Also, so, ne? Kann ich nicht machen. Geht nicht. Bin gerade überlegen, wenn er das jetzt hier machen tut, vielleicht ist es auch das... Ja, gut, ich habe aber letztes Mal bei uns da vorne halt abgerissen, ja. Und das hat nicht funktioniert. Jetzt hoffe ich, dass das hier funktionieren tut. Ich muss nämlich hier immer um die Ecke, weil sonst haut das alles nicht so hin, wie ich das will. Ah, Kelvin, stehst du vielleicht gut rum? Oh, keine Ahnung. Ich muss ja hier halt alleine machen. Ja, ist ja manchmal so, vielleicht kann er nicht oder so, vielleicht will er auch nicht. Aber ich könnte ja eigentlich, warte mal, ich mache das mal kurz anders. Den nochmal weg, den setze ich als Schräge nach vorne ran, dann kann ich mir das Holz von da vorne holen. Hier ist eine Autobahn. Eine Autobahn des Holzes. Oh, der hat ja doch ganz schön gesammelt. Da ist ja was dazu zusammengekommen. Aber ich muss hinmachen. Ist alles schon wieder so herbstmäßig. Und Herbst und so ist meistens so, dass dann auch bald Winter kommt. Ich habe gesagt, bald, nicht jetzt. Ihr übertreibt das mal nicht. Ich komme mir hier vor wie so in den USA hier, wenn sie hier so eine Paläste bauen, so eine Wolkenkratzer und dann hier auf so einen ganz schmalen Stehe. Denke ich hier zu, mach mal. Ich mach mal hier zu. Ja, ja. Gut, dass ich das Dach noch nicht mal fertig habe. Hui! Der Winter ist coming und ich friere mir den Arsch ab. Naja, gut. War denn wenigstens mit Niveau. Denn es sinkt.
Nee, du sagst ja genau. Es scheint mir ein bisschen zu schräg zu sein. Das versuchen wir gleich nochmal. Oh, ich sollte... nee, lass das Holz mal da vorne liegen. Ich brauche das später irgendwann mal. Dann mache ich erstmal hier. Besuch! Ekelhafter Besuch! Fauchender Besuch! Uschi! Kundschaft! Warten Sie mal, ich habe ja hier... bin ja hier Bogenmeister. Der Abstand. Der schlechteste. Wo ist die denn schon, Villa? Muss ich mir da vorne auch noch eine andere Seite noch Safe-Funk bauen hier. Na gut, hier ist auch nicht. Ach, wer weiß, wo die schon wieder rumdeidert. Die denn hin? Die sind nicht weg. Da vorne sind sie. Und da auch. Zwei. Also die Sehe. Eidewitzka. So langsam gefällt mir die Ecke aber überhaupt nicht. Von der Nachbarschaft hier. Naja, gut, ne? Ja, jetzt kommt er hier, jetzt kommt er da. Danke. Hä? Achso, der ist noch ja nicht tot. Geh mal davon aus, dass er jetzt tot bist. Du wehst dich nämlich nicht und du wehrst dich nicht. Die Pfeile möchte ich gerne wieder haben. Und der nächste? Nee, doch nicht. Ja. Naja, warte mal kurz. Ich nehme mal kurz deinen Kumpel aus. Ich hoffe, du hast nichts dagegen. Anscheinend doch. Jetzt ist er hier unter. Ja, jetzt ist er zu Hause. Sag mal, hat der kein Ende zu Hause? Der macht doch wohl alle... ja, der macht alle kaputt. Ich hab da schon wieder Sachen gesehen. Das ist mein Arm, wa? Wenn ich das hier so anspanne, die Knochen, die denn so zur Seite kommen, da denke ich immer, da springt mir mal die Ina ins Bild drin. Nisch können sie, sterben können sie. Und das ganz gut, habt ihr das gesehen? Nisch können sie. Das waren ja auch hoch zwei Kabinen. Zum Glück sind sie nie. Also, in diesem Fall bin ich ganz froh, dass sie noch ein bisschen buggy sind. Aber es sind wirklich bloß die Bienen. Und wie gesagt, sie ist schon wieder nicht da. Macht mir schon ein bisschen Sorgen. Heißt, ich muss ein bisschen schneller fällen und ein bisschen schneller bauen. Ah ja, gut. Das kriegen wir hin. Bin ja wenigstens froh, dass ich das jetzt das Problem mit der Schräge weggekriegt habe. Vorführungsmäßig. Ich bin ganz froh. So. Alter, ich wollte jetzt gerade sagen, wer streckt mir denn da seinen Arsch wieder ins Gesicht? Könnten Sie mal bitte zur Seite gehen? Sie halten den ganzen Verkehr hier auf. Tja, wird das ja noch einer. Gut, dann sind das doch keine zwei. Dann sind das ein bisschen mehr vielleicht. Hallo? Könnte ich Sie mal kurz ins Licht bitten? Boah, das ist ja... ja, eigentlich unter Kontrolle zu halten.
Ein Pfeil für die Sicherheit. Er braucht Ellie. Ah, ich hätte mal vielleicht. Ja, okay. Ich wollte gerade sagen, nicht, dass die jetzt so hoch verschwinden, die Pfeile. Nee, nee, sind sie. Die sind noch da. Also heißt das hier auch noch eine Verteidigung hinbauen. Na toll. Naja, gut, wa? Wenn ich hier einen Gang hinbaue, werden sie auch hier versuchen durchzukommen. Ist eigentlich logisch. Diese Logik. Ich hasse die. Kommt mir mal eine Quere. Was für ein Queroland. Könnte es sein, dass es jetzt gerade dumm war? Ich muss mal kicken, ob ich hier überhaupt hier denn, wenn ich das setze, mir nicht in eine Quere baue. Also stammtechnischerweise, ich muss die ja auch nach oben setzen können. Und dann erst den Boden rin oder so. Nee, das geht. Das geht. Schwein gehabt. Ekeln, Mensch, ne? Hast du Beste verpasst, Junge. Er war richtig hier. Na gut, er kommt, die sind weg. Der flunkert doch. Ist doch ja keiner. Er bildet sich alles ein. Also rein theoretisch könnte ich jetzt hier noch ein paar Sachen drin setzen. Und dann ihm schön sammeln lassen. Dort könnte man tun, wa? So, und dann habe ich mir so gedacht, aber du kannst ja keine Schrägen in der Mitte setzen. Also ich habe jetzt gedacht, na gut, dann hätten wir doppelt bauen müssen. Also nicht Eingang, sondern zwei Gänge breit. Hätten wir in der Mitte noch was setzen können, quasi, und dann so, dass so ein Dreieck entstehen tut oben. Was steht da? Also wie das meine? Also, ne? Ich weiß, ich bin manchmal verwirrend. Ja. Aber nicht immer. Der steht nur rum. Der steht nur die ganze Zeit. Der macht nichts anderes. Aber das kann er gut. So. Da hinten noch einen Zwie darin. Jetzt mal da. Genau. Und ihn da. Hui. Würde das jetzt dazu machen. Und wie gesagt, ich würde sagen, hier bis hierhin komplett zu mit Tür. Mhm. Und dann wollte ich hier so ein bisschen so mit Lampen und so arbeiten. Also, wenn wir bis dahin kommen. Sind ja auch bloß noch 6 Tage, bis das nächste Update kommt. Wie ist was denn einfügen? Für Kreaturen. Giants. Die alle gleich mit ihnen Schlag kaputt machen. Dann bin ich raus. Ich will bloß den ganzen Wald hier abholzen und bauen. Übertrieben groß bauen. Ja, das will ich. Das ist das, was ich will. Ich sollte mein, ja, wohl, der Abstand ist eigentlich weit genug. Bumbo. Gut. So. Dieser Übergang muss stehen. Muss die Treppe noch runter? Fertig gemacht werden und dann ist es gut. Da weiß ich auch noch nicht, ob wie ich das mache, ob ich hier so mit. Ja. Wann das eben? Achso, das ist ja Stamm gewesen. Dass ich das hier ausfülle. Weil ich würde schon gerne das hier zumachen, aber irgendwie. Das würde funktionieren, aber hier so nicht, ne? Hä? Aber der hat mir doch gerade angezeigt, dass das nicht geht. Nicht wahr?
Gut, jetzt könnte ich das zwar wegnehmen, aber mal dran setzen könnte ich nicht, ne? Nö, geht nicht. Der hätte bloß bestimmt so hingelegt. Und das sah ihm halt so aus, als ob es dazu passen tut. Deswegen konnte ich eine Strophe setzen. Oh, ich wollte gerade sagen. Oh, schön. Oh, hier kann ich auch eine Strophe setzen. Ah ja. Kann ich vielleicht, warte mal. Nee, das wollte ich nicht. Genau. Kann ich das hier so ransetzen, dass das vielleicht so aussehen tut? Naja, so ganz bindig ist es nicht, aber ich könnte es denn so machen. Hat ja auch was. Ich weiß zwar noch nie was, aber man kann es ja mal versuchen. Man hat zwar den Rest noch nicht fertig, wintermäßig und so, aber ja, erstmal versuchen. Außerdem kann man so kicken, ist es denn gerade oder ist es nicht gerade? Wie es aussehen tut, ist es nicht gerade. Als der Schein ihr tut. Lass uns gleich wissen, was hier los ist. Ey, sag mal, wenn ich das jetzt so ringsherum mache, bis vorne hin, dann müsste ich doch vielleicht so ja eine Tür ranmachen können, so eine Tortür. Tor. Tür. Türben. Das könnte was werden, wa? Schick. Ja, die Verankerung ist ein bisschen schwierig. Das sieht ja fast gerade aus. Hm? Ja, nee. Nee, immer noch nie. Kann nicht. Also vielleicht muss ich wie vorhin, wie letztes Mal noch ein Stück heransetzen und dann kann ich das erst abbolzen. Das täte man ja schon haben. Gehabt haben. Ah, sag ich doch. So. Also quasi bis hier ran und dann selber von der Seite auch nochmal. Boah. Das könnte was werden. Das Doofe ist, man sieht jetzt nichts mehr. Ich glaube, ich muss erstmal nochmal schnorcheln gehen. Ein bisschen an der Matratze hören. Kann ich gleich mal zwei Holz mitnehmen. Wie ich zurück. Na, man sagt auch eigentlich, wegen des Schlafen hier und so und Wasser und so, dass das beruhigend wirkt. Da bin ich ja mal gespannt. Oh, ich hab gut geschlafen. Ich muss nachher dringend Fische sammeln gehen, bevor der Winter kommt. Oder beziehungsweise ich muss Kevin sammeln lassen nachher. Obwohl, ich glaube, im Winter kann der auch Fische sammeln. Ich glaube, das spielt kein Walzer. Ich glaube, das spielt kein Walzer. Gut, mit den Fische sammeln im Winter und so hat sich erledigt gerade. Tätig jetzt erstmal behaupten. Könnte mich aber auch täuschen. Würde aber sagen, der Winter ist coming. So ungefähr. Oder was sagt ihr dazu? Ich würde sagen, der Winter ist da. Hey, das heißt, wir können unsere Brücke weiterbauen. Und den Sommer den anderen Rest. Sommer Village, schön ist das da. Die haben hier sehr, sehr komische Jahreszeiten. Das muss ich ja mal sagen. Ah, siehst du, kann ich ja nicht hier zwischen. Ach, das, nee, das wollte ich gar nicht. Ah, jetzt kann ich das. Ach, das ist doch. Ich wollte das jetzt hier so ransetzen, aber da sagt das Spiel schon wieder nee.
Ich kann das doch nicht bloß von einer Seite machen. Wie sieht denn das aus? Spiel, was soll denn das? Was soll denn das? Ach Mann. Ach nö. Ach jemine. Ich hoffe, ich finde das Holz wieder. Na doch. Gut, also. Aktion Tor. Schön, dass du jetzt kommst, Mädel. Ist hier Geschichte. Würde ich jetzt erstmal sagen. Hat sich erstmal erledigt. Na gut, dann kann ich das auch wieder hier abbauen, ne? Geht jetzt hochgehen weiter. So. Ich hab gedacht, da kannst du schön so ranhängen. Aber nee. Kannst du nie. Das Spiel sagt ja, will nicht. So, dann würde ich mal sagen, dann machen wir mal da vorne weiter an der Brücke, weil da haben wir bloß eine knappe Knappzeit, um die zweite Reihe zu setzen. Und zwar die Winterzeit. Aber das Blöde ist, jetzt können die ja auch Wasser laufen. Hm. Also unser Fort Knox muss noch ein bisschen weiter rumgezogen werden. Weil sonst haben wir ein Problem. Aber bloß nicht ans Cleanet. So. Bräuchte wieder eine Connection. Hallo, eine Connection. Ach, jetzt macht das. Ja, hier macht das nicht. Warum macht das denn jetzt hier nicht? Ach, jetzt. Müsste eigentlich reichen, wenn ich das so immer mache. Hauptsache, das gewisses Ziel wird angepeilt. Warte mal, ich mach das mal so. Denn so, dann kann ich mich mal rüberlaufen. Weil das ständige Bücke geht ja auf den Kreuze. Siehst du? Gar kein Problem. Und dasselbe müsste ich zwar auf der Seite nur machen, aber dann kann ich alles haben, ne? Das geht nun wirklich nicht. Hier keine Kinderüberraschung. Naja, von der Größe, das ist auch. Wie gesagt. Fällt nur im grünen Bereich. Wie sind das jetzt mit denen, die fahren? Bei dieser Witterung ist es doch total schwierig. Bestimmt blöd, wenn du hier auf der Joshua packen tust mit dem Ding. Ah ne, Moment mal, ist das überhaupt richtig? Nein, mach das mal nochmal weg. Naja, du mich auch. Gehen Sie mir mal bitte aus dem Weg. Pippi, ich wollte gerade sagen. Da war doch eben. Da. Jetzt wünsche ich mir, dass ich Vierer schleppen kann. In Kelvins Vier. Ihnen ist kalt. Naja, gut. Hat so Winter an sich. Ich kann mir ja so ein Lagerfeuer in die Tasche packen. Was ist denn hier los? Hä? Hier ist doch Schnee. Dürfte doch ja kein Schnee sein. So. Bin richtig vorbereitet, war für den Winter.
Ja. Das muss erstmal für den Winter reichen. Sarkasmus. Hallo, Kelvin. So, dann würde ich mal sagen, ich lasse den mal in diese Richtung plumpsen, ne? Nicht so wie letzten Winter. Man will ja dazu gelernt haben, ne? Ach so, und ich wollte ja auch noch eine Schnur spannen, wa? Sollte ich mal machen, wa? Bitte fall nicht richtig. Ja, du fällst gerade. Mit der Schnur müssen wir auch noch machen. Ja. Das ist sehr, sehr wichtig. Ich will ja von überall Holz haben. Und das dürfte nämlich dann auch, wie gesagt, kann ich ihn in Mitte nur setzen, so ein Pfeil nach oben. Das dann doppelt. Und dann können wir nämlich eine Schräge oben raufsetzen. Dann haben wir ein schräges Dach. Und so hätte ich das da vorne auch hier nie gehabt, aber wie gesagt, hätte ich den doppelt so breit bauen müssen. Hätte Fahrradkette. So. Und wie, du passt jetzt da nie hin. Ah, geht doch. So, also, ich wollte meine Superwaffe auspacken und das richtig super machen. So. Am besten nehmen wir mal gleich den Baum hier vorne. Der ist nämlich gerade passend. So, und müsste ja die Höhe müsste ja reichen, ne? Denn der kürzeste Weg zwischen zwei Punkte ist nämlich eine Gerade. Kann ich mich quasi auch nochmal hier zwei hier hinhauen. Oh, jetzt Container, so. So, das werde ich nämlich hochmachen. Das wäre hier ganz schön angebracht. Ja, siehst du, hier fällt das auch. Aber sie steht bestimmt jetzt im Weg. Ich kann das hier nicht hinbauen. Das ist natürlich. Richtig doof ist das. Ja, manchmal geht es nicht. Ja, das Bausystem ist manchmal nicht so gut. Sag mal, wenn ich jetzt hier vielleicht so was hinbaue, geht das? Und dann da Rufblöcke stelle. Dings hier. Sammler. Das probieren wir mal. Was ist da Energie gedeppert da oben? Ja? Sieht danach aus, ne? Mal kurz oben gegen knattern. Ups. Ja. Und warum ist das weiß und hier Schnee weg? Das kein Schneeverhalten. Würde ich jetzt sagen. So, ich gehe mal kurz rüber, Holz holen. Muss bloß dran denken, dass ich nicht den wegfälle. Man kennt es ja. So. Timber. Oder auch nicht. Das wird dir nicht hier fallen. Aber Moment mal, ich habe ja meinen Kreaturenschreck mit bei.
Siehst du? Er ist total erschrocken. Zwei Pfeile. Ist ja richtig nice, das Ding. Oder im Kopf drin. Das ist dann bloß noch ein Pfeil. Ich hätte den gerne wieder. Danke. Ey, cool, dann kann ich auch in den Dorf rennen, wa? Danke. Stimmt ja, du kannst ja jetzt über den See rüber robben. Robbenderweise. Ich bin aber schneller drüben. Haha. Tschüss. Guck mal, Elli. Dsch. Nee, so perfekt, aber. Was okay ist das? Ah, siehst du? Gefällt dir. Gehen Sie mal kurz zur Seite, Madame. Ich sehe hier nichts. Dankeschön. So, jetzt müsste ich aber so eine Teile hinbauen können. Ne? Das müsste eigentlich funktionieren. Ah, siehst du? Halt bloß eine Sache der Perspektive. Jo. Jetzt fertig? Was ist denn fertig? Nee, das ist noch nicht fertig. Oder ist das doch fertig? Oh Mann, ich bin fix und fertig. Hol mal ein paar Äste. Von hier. Ist man ja da zum Bleistift. Fix. Das ist das Glasholz, ist das da. Hallo. Du bist aber ganz schnell hier drüben. Hinter mir. Ja. Der Teufel hinter der Seele. Ich könnte mir vorstellen, dass sie der Teufel ist. Ist ja nicht umsonst, der Teufel trägt Prada. Und sie ist weg? Braucht da noch mehr Beweise? Teufel. Weiß hier, Satanas. Nicht Ananas. So, dann haben wir hier auch noch zwei. Schon wann mal? Also. Dann kann er nämlich da drüben auch hinlagern. Alter, dann können wir im Sommer hier so rüber und dann Arschbombe. Hoffentlich ist bald Sommer. Ich werde das ausprobieren. Moment mal, ist hier, warten Sie mal kurz. Hier, nee, hier war ja nur Stoff, ne? Oder Seile. Weilbacher. So. Wasser. Bist du jetzt im Weg? Hört auf, hier rumzupfeifen. Und du ihm mir aus dem Weg. Ups. Oh, ich habe leider der Brückenbauer. Das Gute ist, dass du überhaupt nichts hier siehst, ne? Also. Also von der Höhe her kann es sein, dass das scheiße ist. Seh gerade ein. Warum ist denn das auf der... Hä, das Wasser ist doch gleich hoch. Also ich bin immer der Annahme gegangen, dass Wasser dieselbe Höhe hat. Egal ob hinten oder vorne. Oder ist das irgendwie falsch? Ist mein Gedanken falsch oder so? Ich weiß es nicht. Das ist mir so ja nie aufgefallen. Hä? What? Ey, machen wir mal so.
aufhört, dann müssen wir wohl erstmal so ein bisschen kappen hier. Das ist mir nie aufgefallen. Dass das unterschiedliche Höhen hat. Was soll denn das? Jetzt muss ich nachschnitzen oder was? Verrückt. Jo. Ich muss nachschnitzen. Wer hätte es gedacht? Euch ist es wahrscheinlich schon im letzten Winter aufgefallen, aber mir Neuland. Aha. Warten Sie mal, ich muss ja hier, einer muss ja noch hier hin. Dann muss ich noch ein bisschen höher bauen. Ganze Schose. Wasser hat unterschiedliche Höhe. Komme ich überhaupt nicht mit klar. Markiert. Meiner. Nochmal markiert. Nein! Ich wollte eigentlich in dieser Richtung. Timber! Gut, ich hole mir mal von da hinten das Holz zuerst. Aber wenn du immer am Holzhacken bist, war bist du am Hacken. Das Dorf ist da. Ich sehe keine Bewegung. Bis da hinten hin. Weil, wie gesagt, ich kann ja hier nicht so. Genau. So, jetzt haut's hin. Naja. So, und wie gesagt, hier sollte ja denn schon die Schräge ran. Das haut ja hin. Warte mal. Ich könnte eigentlich sagen, Kelvin soll mir das Holz hier holen. Nee, komm mal hier. Das ist ein Otto. Folge mir mal. Oh, ich folge dir. Wo immer du hin willst. Ich will hier hin. Hier hin. Hier hin. Komm mal her. So, jetzt. Gut, hol uns mal Stämme. Und fallen lassen. Und zwar hier. Aber keine Panik, du sammelst nicht alleine, ich mach mit. Und da ist schon wieder so ein Honk. Moment mal, was war das? Ich spürte was in meinen Rücken. Ja, das war mein Pfeil. Und der im Kopf hoch. Muss man vorsichtig sein. Die sind böse. Aber gut. Naja, okay. Gut, dann müssen wir es ein bisschen kürzen, aber ja, gut. Ich habe jetzt gedacht, das ist halt umsonst gewesen. Das ist ein Ast. Stämme. Ich hab da geschrieben Stämme, ne? Also, so ganz doof bin ich ja noch nicht oder so. Tät ich jetzt einfach mal so behaupten. Ich hab mich zu doll gedreht. Ich wollte ihm bloß Angst einjagen. Jetzt habe ich Angst, dass ich meinen Pfeil nicht mehr da finde. Alter, ich sehe hier bloß rote Leichen. Kelvin, was macht die Stammfront? Habe ich überhaupt Stamme gedrückt? Ich bin mir jetzt auf EMA bin ich mir nicht mehr so sicher. Ich weiß nicht, was das ist. So, gut. Ich glaube, ich werde erstmal alles kürzen, wa? In die Kürze liegt die Würze. Jetzt verstehe ich das. Na gut, Leute.
Ich werde das mal hier ein bisschen köppen. Wir sehen uns morgen wieder. Selbe Stelle, selbe Welle. Und dann hoffe ich, dass ich das hier kurz habe. So ein Scheiß. Also bis denn, ich bin raus. Tschüss.